Shalom, ihr Lieben. Gelobt sei Jesus der Christus in alle Ewigkeit. Amen. In dem letzten Video, dem Mitternachtsruf, habe ich einen bestimmten Begriff kurz erläutert, auf den ich aber gerne noch etwas mehr eingehen möchte. Es geht um das Wort bewahren. Es geht mir deshalb so nach, weil in einem bestimmten Zusammenhang dieses Wort dazu benutzt wird zu sagen, dass Gott seine Gemeinde vor dem Zorn Gottes bewahren wird. Die Frage, die sich mir nun stellt, ist, wie bewahrt er seine Gemeinde vor diesem Zorn? Gegen jede Gewohnheit habe ich mal ein anderes Buch als die Bibel zur Hand genommen, um zu schauen, welche Bedeutung dieses Wort noch so hat. Den Duden. Dort steht nun geschrieben über das Wort bewahren, dass es dazu drei Bedeutungen gibt. Bedeutung 1, behüten und beschützen. Beispiele, jemanden vor Schaden, Krankheit, Enttäuschung, Irrtümern bewahren. Vor etwas bewahrt bleiben. Das Haus, einen Schatz bewahren. Die zweite Bedeutung, aufbewahren, verwahren. Beispiele hierzu, Schmuck in einem Kasten bewahren. In übertragener Bedeutung, etwas im Gedächtnis bewahren. Oder jemandes Worte im Herzen bewahren. Halleluja. Bedeutung 3. Beibehalten oder erhalten. Beispiele, im Notfall Ruhe bewahren, dem Freund die Treue bewahren, jemandem ein ehrendes Andenken bewahren. Selbst der Duden offenbart hier die wunderbare Tiefe eines Wortes. Erstaunlich. Wie im letzten Video angesprochen, ist mir dieses Wort deshalb nachgegangen, weil folgender Vers dazu benutzt wurde, um zu belegen, dass die Gemeinde, der Leib Christi, vor der großen Trübsal vorentrückt werden würde. Offenbarung Kapitel 2, Vers 6 bis 10. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde geben aus des Satanas Schule, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Diese Gemeinde hat sein Wort behalten und nicht verleugnet, sein Wort bewahrt, sodass der Herr sie bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. In Anbetracht der oben genannten Bedeutungen dieses Wortes eröffnet sich doch ein ganz anderes Bild. Denn weiter heißt es in den folgenden Versen, siehe, ich komme bald, halte, also bewahre, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem,
der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Wir werden gerade in der jetzigen Zeit, die die Bibel den Verfall der Frömmigkeit zur Endzeit bezeichnet, überhäuft von Versuchungen und Verführung, der frommen Verführung. Jesus antwortet den Jüngern in seiner Endzeitrede auf die Frage der Zeichen seiner Wiederkunft als erstes, dass sie sich nicht verführen lassen sollen. Matthäus Kapitel 24, Vers 3-5. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus, und werden viele verführen. Und der Herr hat recht behalten. Hier ist Christus, da ist Christus, hier ist die Gemeinde Christi, dort ist die Gemeinde Christi, komm hierhin, komm dahin. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mich bis zum heutigen Tage im wahrsten Sinne des Wortes bewahrt hat, dieser frommen Verführung nicht anheimzufallen. Halleluja, sondern sein Wort, seine Mahnungen, seine Zurechtweisungen im Herzen zu bewahren, aufzubewahren, wie ein Schatz in irdenen Gefäßen, im Gedächtnis zu bewahren, daran festzuhalten bis ans Ende. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7 steht geschrieben: Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, ihn bewahrt. Halleluja. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 steht geschrieben: Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hebräer Kapitel 10, Vers 23: Und lasset uns halten, bewahren an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Schauen wir auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, unserem Vorbild, der von Anfang an wusste, was ihn erwarten würde, der als Schöpfer von Himmel und Erde seine Herrlichkeit verlassen hat, sich erniedrigt hat, in sein Eigentum kam und als Mensch erfunden wurde, in allem versucht worden ist und dennoch festgehalten hat an seinem Ratschluss, durch Leiden Gehorsam gelernt hat und den Weg des Spottes, der Verachtung und Verleumdung, des Verrates, der Verfolgung bis zum Tode am Kreuz gegangen ist und sein Leben dahin gegeben hat. Welch ein Sieg hat er davon getragen, weil er sein Wort bewahrt hat bis zum Schluss. Was ein Zeugnis, Herr. Halleluja. Halleluja. Wenn man sich den Weg der Propheten und Apostel und den Geschwistern im Herrn anschaut, hat der Herr sie gerade diese Leiden, Trübsale und Verfolgungen gehen lassen, dem Weg des Lammes. Sie wurden gekreuzigt, gesteinigt, zersägt und zerhackt, in Öfen geschmissen, ausgepeitscht und vieles mehr. Und dennoch hat er sie bewahrt. Da sie keinen Millimeter wichen, ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal, in ihrer Einfältigkeit und Treue zum Wort der Verheißung, sie haben Glauben gehalten, welcher ein Geschenk Gottes ist. Bewahrung Gottes. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 9 steht geschrieben: Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht,
welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 6 bis 9. Also, dass wir dürfen sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasset euch nicht mit mancherlei und fremder Lehre umhertreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ja, ihr Lieben, das ist Bewahrung vor der Versuchung zum Zeugnis über alle Völker. Das ist die Berufung der Kinder Gottes in dieser Welt, als Licht und Salz der Erde, zum Zeugnis, dass der Herr mitten unter ihnen war, bis zum Schluss, durch die Glieder seines Leibes, die dem Haupt folgen, den Fußtapfen des Lammes. Diesen Schatz zu bewahren, aufzubewahren, festzuhalten, bis zum Schluss, wie ein Hiob. Und wir sind entsprechend ausgerüstet. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 11 bis 17 steht geschrieben: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könntet gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um des Willen ergreifet die Rüstung Gottes, auf dass sie an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So stehet nun, umgürtet an eure Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösenwichtes, und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Unzählige Stellen der Heiligen Schrift zeugen von diesem Glaubenskampf und dessen Verheißungen, die auf die Kinder Gottes warten. Lasst euch nicht verführen durch diese Lehren, die den Menschen nach dem Munde reden, die die Schrift verdrehen zu ihrer eigenen Verdammnis, sondern sondert euch ab und gehet aus und wachet, seid bereit, fest im Glauben, mit dem Blick auf die Belohnung. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße? Oder Fährlichkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 9. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leib, auf dass auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Halleluja! In dieser Gesinnung, ihr Lieben, Gottes Bewahrung. Maranatha.